Husserl hat im Einzelnen eine Kritik der Psychologie und des Psychologismus vorgelegt, der, wenn man das in ganz kurze Worte zusammenfasst, zeigt, die Phänomene liegen in der Außenwelt. Die Phänomene liegen nicht nur in einer Beschreibung der Denkakte, sondern am Phänomen geht das Wesen auf. Und das hat zunächst mal eine ganz elementare methodische Voraussetzung. Sieh hin, du denkst, aber du denkst im Blick auf das Sehen können. Und was Husserl da lebenslang immer betont, ist der vortheoretische Charakter seines Ansatzes. Bei allen Wendungen und Wandlungen, die er auch genommen hat, das, was er tut, soll vortheoretisch sein. Man könnte auch sagen, vielleicht transtheoretisch. Es ist nicht nur ein Vorwurf, es ist wirklich das, was Theorie prägt. Hier ist dann eben entscheidend gewesen in seinen ersten Ansätzen zu dem eigenen Denken die Epochä. Epochä heißt so viel wie Klammer. Man soll um Vorannahmen, um Theorien eine Klammer setzen. Die sollen gar keine Rolle spielen. Auch die Weltanschauungen, von der wir und von der jede Generation geprägt war, soll keine Rolle spielen, sondern die Phänomene sollen wahrgenommen werden, so wie sie sind. Und da kommt dann hinein, es gibt gewisse Begriffe bei Husserl, die muss man aber transparent machen auf den Vollzug. Und das Wesentliche vollzieht sich gerade nicht in den Begriffen, sondern es vollzieht sich dort, wo die Begriffe operationalisiert werden, wo sie wirklich gebraucht werden, wie eine Brille. Ich habe das bei einem ganz anderen Denker schon mal vorgeführt, bei Nicolas Cusanus. Der hat ja eine späte Schrift geschrieben, De Berullo, über die Brille, den Beryll, diesen Kristall. Und er sagt, wenn man eine gewisse Methode hat und Haltung hat, nicht nur Methode, sondern Haltung, dann lehrt sie die Dinge sehen. Dann ist also Philosophie eigentlich eine Sehhilfe. Ganz so hat Husserl auch gedacht. Und man muss sich klar machen, Husserl hat die Phänomenologie nicht als eine weitere Schule der Philosophien verstanden. Er hat sie in gewisser Weise als die Krönung der Philosophie verstanden. Nicht gerade ganz demütig. Und wenn man manche Phänomenologen und Phänomenologinnen anschaut, die Kollegen, Kolleginnen mögen mir es nachsehen, auch vielleicht nicht ganz berechtigt. Da hat kaum einer das Niveau von Fichte oder Schelling oder wem auch immer erreicht. Aber die Haltung ist grandios. Die Haltung nämlich nicht von Vormeinungen auszugehen, von Weltanschauungen auszugehen, sondern in der Stringenz das Wesen in der Erscheinung zu sehen. Also, sieh hin, klammere deine Vormeinungen aus, das ist die phänomenologische Epochä, und dann nimm aus dem, was du wahrnimmst, dieses Wesen hin. Es zeigt sich in den Grenzen des Erscheinens, über diese Grenzen darf man nicht hinausgehen, aber in denen zeigt es sich auch. Und das hat dann die Folge, dass man sehr genau beschreibt, das räumlich Gegebene beschreibt, in all seinen Abschattungen, wie Husserl sagt, den verschiedenen Perspektiven, aber auch den Strom der Zeit in unserem Bewusstsein nimmt. Natürlich ist das Phänomen erst einmal draußen. Es ist kein psychologisches Epiphänomen. Das hat zum Beispiel Jean-Paul Sartre sehr inspiriert, der in seinen Aufzeichnungen über Husserl in den 30er Jahren sagt, Husserl hat uns neu die Außenwelt erschlossen. Tout est dehors. Alles ist draußen. Der Satz hat mich immer sehr beeindruckt, weil er so eine Befreiung zeigt. Fast wie einer, der aus der Höhle Platons kommt und nun in die Sonne schaut. Weil er wirklich den Schein der Wahrheit wahrzunehmen versucht. Und die Wandlungen, die Husserl dann tut, die führen von dieser Sachgemäßheit, auch dieser gewissermaßen objektivistischen Sachgemäßheit, zurück in das Bewusstsein selber. Husserl hat sich dann, es ist vor allem auch mit seinem Weg zwischen Göttingen und Freiburg verbunden, zunehmend auf den Strom im Bewusstsein selber bezogen, auf die Gegebenheit des Wesens in diesem Bewusstsein. Und da ist es nun sehr entscheidend, dass die Zeit grundsätzlich anders verfasst ist als der Raum.
die räumlichen Dinge in Abschattungen, Perspektiven. Ist doch klar, wenn Sie hier in diesen Raum schauen, wo ich stehe, dann sehen Sie den Raum in einer gewissen Prägung. Wenn ein anderer, zum Beispiel die Person, die mich jetzt auf der Kamera aufnimmt, aus einem anderen Blickpunkt schaut, dann ist der Raum ein anderer. Und Husserl hat gelegentlich mit einem Gott gespielt, der ein Phänomenologe wäre, der würde dann alle diese räumlichen Brechungen und Perspektiven in einem sehen. Das wäre gewissermaßen die God's Eye View, wie das Thomas Nagel genannt hat, in seinem wunderbaren Buch Der Blick von Nirgendwo. Husserl ist nicht so sehr in der analytischen Philosophie rezipiert worden, das beginnt jetzt erst, aber das ist durchaus eine Analogie. So weit der Raum. Die Zeit ist anders. Die Zeit ist ein Strom und wir stehen eigentlich immer im Strom dieser Zeit. Von einer Urimpression der Gegenwart, jedes Phänomen begegnet mir erstmal in einer Urimpression, wo es in mein Bewusstsein hineinfällt. Und dann verlängert sich diese Urimpression in eine Zukunft hinein und sie nimmt gewissermaßen, das ist jetzt nicht philosophische Sprache, einen ganzen Rattenschwanz von Vergangenheiten mit, die aber auch in die Gegenwart hinein verlängert werden. Das heißt, in der Zeit hat man eigentlich eine Dauerpräsenz, gerade im Fließen der Zeit. Da war für Husserl auch von großer Bedeutung die Zeitabhandlung von Augustinus, Confessiones 11, wo es ja auch um das Wissen von der Zeit geht und die Einsicht geht, dass man, wenn man nicht nach der Zeit fragt und gefragt wird, sehr wohl weiß oder zu wissen glaubt, was die Zeit ist, aber je mehr man sich nach ihr fragend erkundigt, umso weniger gewiss dieses weiß. Also der Husserl 2, wenn man so will, man macht das ja sehr gerne in der Philosophie, dass man immer 1 und 2 unterscheidet bei diesen Denkern. Der Husserl 2, der fragt gerade nach dem Bewusstsein und nach den Phänomenen im Bewusstsein, wobei das Bewusstsein eben eo ipso schon auf Außenwelt bezogen wird und bezogen ist. Ich will nur ganz kurz sagen, dass Martin Heidegger an dieser Stelle unmittelbar an Husserl anschließen kann. Und bei allen Divergenzen, über die wir auch noch sprechen müssen, Husserl näher ist, als man meint, weil bei Heidegger ja ganz entscheidend ist, dass unser Dasein, das menschliche Dasein, immer in der Welt sein ist. In der Welt sein. Also die kartesianische Ich denke, die Welt ist, Subjekt-Objekt-Unterscheidung ist nicht einfach falsch, aber sie ist abgeleitet von der Grunderfahrung des Daseins, das in der Welt ist und in der Welt und auf die Welt hin ist es immer auch zeitlich. Das Dasein ist ein zeithaftes, temporales in der Welt sein. Husserl selber hat das noch einmal in einen Begriff gefasst, dem Korrelations-a-priori, denn das heißt auch, und dass die Art, wie wir denken und die Gegenstände, die wir denken, in angemessener Weise korreliert sein müssen. Das klingt ein bisschen technisch, ist aber gar nicht technisch. Es erschließt sich gerade in den wunderbaren Beschreibungen Husserls. Also dann nochmal was Begriffliches, Noesis und Noema. Der Denkakt ist die Noesis, die Noese. Das, was zu denken ist, ist das Noema. Und die sind aufeinander hin korreliert. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe auch gelernt, auch durch viele Gespräche, dass das auch ein sehr jüdischer Gedanke ist. Das jüdische Denken, die jüdische Philosophie ist sehr stark auf Korrelationen aus. Primär und zutiefst die Korrelation von Gott und Mensch, Endlichkeit und Unendlichkeit. Und so ist auch dann der Mensch auf den anderen Menschen, Intersubjektivität, Martin Buber, etwa in derselben Zeit, diese wunderbare Ich-Du-Philosophie, auf den anderen Menschen bezogen und auf den anderen Menschen, durch den anderen Menschen, auf die Welt, auf Gott und auf sich selber. Um solche Korrelation geht es. Und das heißt, eine Noese, die ein bestimmtes transzendentes Noema erfassen möchte, kann nicht dieselbe Noese sein wie eine solche, die ein physikalisches oder mathematisches Noema erfassen möchte. Das ist das Korrelations a priori
Und das führt dann dazu, das habe ich auch schon angedeutet in einer früheren kurzen Sequenz, dass Husserl gewisse Bornierungen, die es ja auch in der Philosophie und Ideengeschichte geben soll, aufbrechen kann. Man kann sehr wohl vernünftig über Religion, Transzendenz, sogar Wunder sprechen, wenn man es in der richtigen Weise tut, nämlich diesen Noema angemessen in einer entsprechenden Noese. Und man kann über Quantenphysik sprechen, wenn man das in den Formeln tut und auch den Experimenten, die diesen Formeln folgen. Also die strenge Sachgemäßheit, die Bemühung um Vorurteilsfreiheit, ob man sie ganz erreicht, ist ja nochmal eine Frage, aber die Bemühung darum und diese Weite der Noesis-Noema-Korrelation ist das bleibende Verdienst Edmund Husserls.